optimiert von der Helligkeit, von verschiedenen Faktoren hin. Und habe dann die erste. Das bedeutet, wenn ich unterbrechen darf, der Kalle ist Eigentümer der Bilder. Ja, ja, und die habe ich dann bekommen von dir und die habe ich dann eben optimiert, sodass die eben auch retuschiert teilweise, wenn da, Fehler drin waren, Knicke etc. Ja, und dann habe ich die ersten Poster entworfen, die Layouts dafür, die dann im Laufe der Zeit optimiert wurden oder auch nicht optimiert wurden, weiß ich nicht. Und da bin ich dann auch nicht mehr ein Thema gewesen. Ne? Also ich habe die ersten Collagen entworfen, die haben wir dann auch mal ausgedruckt, besichtigt. Und Dr. Heidemann hat dann wieder hier und da so noch ein paar kleine Einwände gehabt, ein bisschen optimiert nach seinem Gutdünken. Ja, und das war eigentlich mal so meine Arbeit. Na, du hast gesagt Gutdünken, ne? Ja, hast ja du gut. Gesagt. Guck mal, ruhig dein Mikro wieder an den Doktor zurück. Dr. Heidemann, Lutz Heidemann, Stadtplaner, habe ich gerade gesagt, IR in Rente. Das Witzige ist, der Mann kommt aus Dresden nach Gelsenkirchen, bewirbt sich bei der Stadt Gelsenkirchen als Stadtplaner in einer ganz fremden Stadt, die man überhaupt nicht kennt, und arbeitet sich dann, 1972 war das, haben wir uns im Vorgespräch darauf geeinigt, und arbeitet sich dann in diese Pläne rein und geht wahrscheinlich auch die ganzen Straßen ab, beschäftigt sich mit der Historie. Das stimmt mir extrem aufregend, aber auch schwer vor, wenn jemand von ganz außen kommt. Das war schon schwer. Es war auch 1972 eine Zeit, wo die Stadt im Umbruch war. Die ersten Zechenstillungen waren gewesen. Es war dann auch was passiert durch die Gründung der Rotkohle AG, dass zum Beispiel die ganzen Zechensiedlungen zum Teil verkauft wurden, zum Teil dann eben anders kopiert wurden. Es ging darum, was passiert mit diesen Siedlungen. Überhaupt, was passiert auch mit der Stadt? Wohin entwickelt sich die Stadt? Es war eine dramatische Situation. Wie kommen neue Arbeitsplätze zustande? Und da hatte man damals, 1972, die Idee, wir brechen Schalke Nord ab. Oder wir lassen Schalke Nord auslaufen. Dort soll eine riesige Industriezone entstehen. Ich bin dann als frisch eingeflogener Stadtplaner dann auch von Stadtteil zu Stadtteil gezogen und hatte den Flächennutzungsplan vorgestellt vor den Bürgern. Und da hat er erlebt, wie da eben auch Unverständnis war, wie man das nicht gut fand, dass eben zum Beispiel Schalke Nord langfristig verschwinden soll, oder dass Autobahnen durch die Stadt gebaut werden sollen, oder dass Zechensiedlungen durch eine Autobahn zerschnitten werden. Und ich habe mich dann reingearbeitet in die Stadtgeschichte. Ich habe Sachen mitgebracht. Ich habe Wissen über Baugeschichte mitgebracht. Du bist von Hause aus Architekt, muss man dazu sagen? Ich bin von Hause aus Diplom-Ingenieur für Architektur. Ich darf mich nicht Architekt nennen, weil ich nicht entwerfe und nicht in der Architektenliste stehe. Ich bin Stadtplaner von Herzen und habe aber auch dieser akademische Lorbeer-Doktor ist eine Sache mit Sozialwissenschaften. Also ich habe mich mit ganz unterschiedlichen Dingen befasst. Und ich habe immer gesagt, man kann die Stadt eigentlich nur verstehen, wenn man weiß, wie sie entstanden ist.